Bevor das Video losgeht, will ich mich noch einmal ganz kurz bei euch melden. Und zwar vielen, vielen Dank für über 1100 Abonnenten. Es ist Mittwoch, der 2. November. Ich schneide gerade das Video fertig. Heute um 18 Uhr kommt es online. Und ich muss einfach nochmal sagen, danke, danke, danke. Es ist unfassbar, wie schnell es in letzter Zeit gegangen ist, wie viele Abonnenten zugekommen sind. Und die Leute, die sich auch ein bisschen mit YouTube auskennen, wissen, ab 1000 Abonnenten kann man seine Videos monetarisieren. Genau deswegen will ich euch hier das sagen. Ich führe hier links und rechts ein bisschen an, was ich für Ausgaben hatte, für Anreisen, die Tickets selber. Natürlich nicht immer selber alles gezahlt, denn teilweise bin ich ja zu zweit ins Stadion gegangen, da haben dann andere Leute auch halt ihre Tickets gezahlt, das ist klar. Aber trotzdem halt eine Menge Geld ausgegeben. Und ich arbeite nur geringfügig nebenbei und deswegen freut man sich natürlich umso mehr, wenn man mit dem Hobby ins Stadion gehen zumindest ein bisschen Geld verdienen kann und sich vielleicht ein-, zweimal im Monat das leisten kann, umsonst unter Anführungszeichen ins Stadion zu gehen und sich das dann quasi mit seinen Videos refinanziert. Das heißt, ich hoffe, ihr versteht das und in dem Sinne will ich gar nicht mehr länger reden, sondern wünsche euch viel Spaß beim Video. Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es ist Sonntag in der Früh und ich fühle mich einmal ein bisschen wie ein Fußballprofi. Gestern habe ich ein Match gehabt und ich weiß nicht, wer von euch mir alle auf Instagram folgt, aber die, die es machen, wissen auf jeden Fall, gestern wir haben 7-0 gewonnen. Ich blende euch hier ein. 4 Tore gemacht, also sehr, sehr erfolgreicher Tag für mich als Stürmer auf jeden Fall. Für mich geht es jetzt wieder nach Holmburg, wir haben heute Training, deswegen einmal ein bisschen wie ein Profi fühlen. Gestern Match, heute schon wieder Training, weil am Dienstag steht das nächste Match an von uns. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne mal ein Video wieder davon haben wollt. Habe ich auch schon mal gefilmt, das Match von mir. Danach geht es wahrscheinlich nach Graz, denn wie ihr wisst, bald ist ja die WM in Katar, es sind nicht mehr viele Runden zu spielen in der österreichischen Bundesliga. Das heißt, ich probiere noch so viele Spiele wie möglich mitzunehmen. Das ist die Woche Sturm gegen Ried, ich habe Gratiskarten bekommen, sagt mir auch nicht nein. Woche drauf, also am Sonntag, Rapid gegen LASK und dann Sturm gegen LASK. Das heißt, das sind die letzten drei Spiele aus der Bundesliga, die ich noch auf jeden Fall mitnehmen werde. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich bin zu Hause angekommen, im Kinderzimmer. Habe gestern meinem Vater mich die Sachen mitgegeben, weil der bei meinem Schuh was kaputt war und ich als 23-Jähriger leider nicht schaffe, noch meine kaputten Fußballschuhe selber zu reparieren. Der hat sich das angeschaut. Kuss auf jeden Fall an meinen Vater. Ja, ich packe jetzt meine Sachen zusammen und dann geht's schon ab zum Training. Ja, passiert natürlich noch einige Sportsachen zu Hause. Reste sind wie in der Wohnung. Wichtigsten Sachen natürlich am Start. Mit den Sachen schaute ich jetzt zum Training. Einige Rapid-Fans bei uns in der Mannschaft. Das heißt, da muss man auch ein bisschen Präsenz zeigen natürlich. Aber für mich geht es da jetzt mal hin. Abfahrt. Ich bin schon mal am Sportplatz angekommen, sitze noch im Auto. Ich zeige noch kurz, wie die Sportplätze ausschauen. Es ist schon etwas spät, deswegen werde ich gleich nicht so viel filmen können und dann direkt reinstarten ins Training. Da ist schon mal der Trainingsplatz angedeutet. Tor hier, ein paar Bälle liegen schon da. Ich steppe jetzt mal rüber. Man sieht sie, Haare sind noch ein bisschen nass vom Training. War auf jeden Fall geil heute, kurze Trainingseinheit für mich. Die anderen trainieren, wie gesagt, noch. Weil für mich geht es sich sonst nicht aus, dass ich nach Graz komme. Ich düse nach Wien, mache mich fertig und dann geht's auf zum Hauptbahnhof. So, man sieht dahin. So, ich bin fertig hergerichtet, frisch gemacht, geduscht, Haare gewaschen, alles ready gemacht. Für mich geht es jetzt ab zum Hauptbahnhof, denn Zug geht in ca. 25 bis 30 Minuten. Ich hätte eigentlich auch noch Lust, mir vorher noch was zu essen zu holen, deswegen sollte ich mich jetzt beeilen. Ich bin endlich angekommen, Hauptbahnhof in Graz. Ich habe richtig Hunger, weil ich habe es nicht geschafft, mir vorher noch in Wien was zu essen zu holen, weil meine S-Bahn wieder extrem langsam war und dann habe ich 25 Leute vor Subway waren. Ich hätte richtig Lust auf Subway, deswegen hier ein 15 cm Sub. Du musst es dann schon zum Stadion düsen, vor mir waren, ich schwöre. Eine Mutter mit ihrem Kind und die waren so lost, damit gewusst, was sie nehmen sollen. Und der Verkäufer war auch schon richtig gesehen, dass hinten dann die Leute genervt, weil die so, ah, da kann man das so, da kann man das. Also wirklich sehr, sehr mühsam. Ich snack das jetzt, es ist glaube ich schon 16.20 Uhr oder so. Ich muss wirklich beeilen, dass ich noch zum Anpfiff pünktlich komme. Deswegen jetzt schnell essen und Abfahrt. Ich muss einfach sagen, Subway ist eines der cleansten Fast Foods. Das ist ein bisschen cleaner, einfach ein bisschen gesünder als die anderen Sachen. Nicht so fett, kommt immer darauf an, was man nimmt und so. Aber ist einfach clean, Gemüse, alles am Start. Das gönne ich mir jetzt natürlich, würde ich eigentlich einen Cookie dazu essen, weil wie ihr wisst, ich liebe einfach süße Sachen. Nachtisch muss sein. Aber gab keine. Deswegen schnell den essen und dann ab zum Stadion. Der Bahnhof ist einfach ein komischer Ort. Ich will Geld abheben, 20 Euro mir abgehoben. Ich mir dachte, für dieses schwarze Helfen, da gibt es einen Maroni im Sturm, hole ich mir noch was, wenn sich noch ausgedauert vom Spiel. Da ich angepöbelt, warum ich nicht weiter tue. Ich so, ich gebe die Karte rein, ganz normal. Also, keine Ahnung, ich hatte jetzt keinen Stress dabei, aber wie kann man denn auch trödeln und so beim Geld abheben? Du gibst die Karte rein, gibst deine Sachen rein, werde angepöbelt von den Leuten. Ich so, Bruder, geht's noch? Und dann bleibe ich mich da auch noch weiter, als ich Geld abgehoben habe. Ich war wirklich kurz so, Bruder, was ist mit dir? Da müssen wir hin.
Vierer Richtung Liebe 9. 7 Minuten kommt sie, sollte morgen rechtzeitig zum Stadion kommen. So, ich bin endlich im Stadion angekommen, ganz schnell. Aufstellung von Sturm hier, Aufstellung von Wien da. Stabile Aufstellung, natürlich ein paar Wechsel nach Europa League, ist es ganz klar. Aber was jetzt ankommt, wird es ein paar Punkte heute zu holen. Darauf freuen wir uns schon, wenn wir nachher wieder Punkte einsacken. Da bin ich mir sicher, dass es passieren wird. Stimmung und Wien ist auch überragend heute. Mitgliederspiel ist heute, das ist fast ausverkauft. Es war ganz ausverkauft, nicht alle Plätze besetzt, aber das Spiel ist ausverkauft. Man hört, das wird auch von mir noch sehen. Nordkurve voll, alle anderen Plätze voll, wird sehr, sehr geil werden. Man sieht's, Nordkurve komplett voll, richtig, richtig geil. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das Spiel. Die Stimmung ist sehr gut nach Donnerstag. Die Spieler kommen rein. Free gegen Sturm Graz, Keeperspiel heute als Kapitän. Bin sehr gespannt. Ich hoffe auf ein geiles Spiel, viele Tore. Natürlich für Sturm. Auch die Rieder haben wieder ein paar Fans mitgenommen. Die Frage liegt nur schnell, ob die aufs Klo gehen können. Es war ja Wahnsinn, alles in den TL-Lang komplett zerstört. Ich bin wirklich gespannt, ob die Rieder Auswärtsfans irgendwie die Möglichkeit haben, aufs Klo zu gehen. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob das bis heute repariert ist, kann ich mir nicht vorstellen. Was besonders geil ist heute, ich sitze hier in der Reihe 4. Direkt hinter der Sturmbank, da ist Christian Ilzer die ganze Zeit im Blick und vor mir hier auch, hier sitzt irgendwo Zakaria, Tobias Schützenauer, den wir getroffen haben in der Garage, ich glaube auch Stankovic sitzt direkt daneben und Affengruber, alle am Start. Der Typ hat gerade einen also richtig geil. Und jetzt rennt er runter. Ich war ja auch schon dabei bei Sturm gegen Ried auswärts heuer. So eine mittelmäßige Leistung, wo einige Spieler geschont worden sind. Jetzt sind wirklich sehr, sehr viele sehr gute Spieler, die normalerweise in der Starterstellung sind, auch in der Starterstellung. Also meine Prediction für das Spiel heute ist ein 3-0 oder 4-1. Das ist schon da auch schon sehr geil. Also man merkt einfach, letztes Heimspiel für die Saison und richtige Erfolgsserie. Deswegen alle sind gut drauf. Nach wenigen Minuten erste Eckball, er ist überhaupt nicht zufrieden, aber verständlich. Die erste gute Chance. Ich weiß nicht, ob Wüthrich mit jemandem zusammengestoßen ist, ob er einen Ellbogen abbekommt oder was auch immer. Er liegt auf jeden Fall am Boden und muss behandelt werden. Jetzt schon sicher. Eineinhalb Minuten lang. Da muss erstmal da wieder Affengruber aufwärmen gehen, nachdem Wüthrich hier vielleicht verletzt ist. Da schaut eh gerade hin, weil Wüthrich gerade wieder aufgestanden ist. Keine Ahnung, wie es jetzt ausschaut, was passiert ist. Aber ich vermute mal, dass es weitergehen wird, dass er einen abbekommen hat. Aber wir werden es gleich sehen. Aber ich muss sagen, ich feiere die Rieder-Fans. Das sind zwar nicht, ist zwar keine riesige Community, aber es ist geil, sie sind am Start, machen gute Stimmung. Ich muss nochmal sagen, Stimmung ist wirklich hervorragend. Elfer! Sehr geil! Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe nicht gesehen, was passiert. Ich habe nur gesehen, dass eben sofort der Peter entschieden wurde. Wahrscheinlich haben, weil ich sehe keinen Sturmspieler am Boden liegen. Er schießt den Elfer. Die stellen sich schon alle hin zum Jubeln. Jawohl! Und da sind alle am Jubeln. Sehr geil! Da ist der Torschütze. Jakob! 22 Minuten gespielt, 1-0, sehr geil. So kann es weitergehen, dann gehen wir eine Prediction auf. Also, wie gesagt, 3-0 für 1, irgendwie sowas sollte es ausgehen. Hoffen wir auf jeden Fall, dass erstens der Tipp aufgeht und zweitens durch die Führung bleibt, weil das macht Spaß, so kann es weitergehen. Gerade wieder hervorragend rausgegangen vom Tormann. Also Samuel Scheinradling ist sicher ein extrem, extrem guter Tormann in der österreichischen Bundesliga. Rein. Sehr guter Schuss. Ja, wie gesagt, der Tormann ist wirklich gut.
Doppelschuss. Halbzeit ist, Spieler gehen rein, 1-0. Kurz immer noch die erste Halbzeit. Ich muss sagen, am Anfang eine kurze Unsicherheitsphase von Sturm Graz, aber danach sehr stark, sehr kontrolliert. Es waren ein paar Fehlpässe, aber trotzdem die eindeutig besseren Chancen. Einzige Chancen von Ried waren dabei, aber insgesamt hochkarätige Chancen für Sturm. Könnte auch von 2-0 stehen oder 3-0 mit Glück, aber 1-0 ist in Ordnung. Elfmeter anscheinend auch gerechtfertigt, weil kein VAR gar nicht, deswegen 1-0 und ich hoffe, so geht es weiter. Das heißt, noch ein oder zwei Tore für Sturm und dann ist die Sache gegessen. 3-0. Gut fürs Torverhältnis, gut für die Punkte, so muss es sein. Sturm Graz auch anscheinend unverändert in der zweiten Halbzeit, aber Böwing, Emega, wärmt sich auf, sie werden auch sicher bald reinkommen. Oh, gute Chance für Ried. Oh, ich habe es vorhin schon gecallt, ich sage jetzt nochmal, der Tormann. Ist extrem gut. Erstaunlich umsonst auf der Liste von Austria Wien, nachdem Patrick Penzer gegangen ist, wer von möglichen Torwärtern ist, natürlich unter anderem halt neben Früchte, der es dann geworden ist. Oh, nächste gute Chance. Penzer war voll da. Man hört sie. Ried ist jetzt schon zu ein oder zwei Abschlüssen gekommen, er ist überhaupt nicht zufrieden, verständlich, aber man muss sagen, Sturm mit sehr vielen Chancen, wenn sie jetzt das Tor kassieren würden, würden sie das Spiel einfach aus der Hand geben. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ich habe abgefälschte Schuss, ich muss mir gleich nochmal anschauen auf Video. Aber das ist, was ich gesagt habe, genutzt deine Chancen vorne nicht. Und dann lasst auch seine Mannschaft die Ried zurückkommen. Dasselbe war beim Hinspielen drin. Also ich hoffe, dass jetzt einfach Wechsel vorgenommen werden und dass die neuen Spieler nochmal ein bisschen frischer reinbringen, weil das bisher ist zu wenig, muss ich sagen. Und Rottnam so gut spielt, so krass spielt gegen Ried so wieder. Verstehe ich. Das ist für mich nicht begreiflich. Nichtsdestotrotz, Stimmung, Weltklasse. Komm jetzt. 2-1. Sonst Gitterschwilli. Ja. Ich sage noch 2-1. Jungs, sorry. Ich habe das gut gespielt. Aber ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Jetzt 2-1. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht ist es schon weg. Es ist noch nicht eingewechselt worden. Ich weiß, es wird trotzdem eingewechselt werden. Es steht noch immer da. Es ist glaube ich schon. Unseren Torschützen, den Kapitän mit der Nummer 10. Otta. Gitterschwilli. Otta. Gitterschwilli. Gitterschwilli! Da ist er. Die Fans feiern ihn. So muss das sein. Und Kind im Hintergrund schreit. Er zuckt komplett aus. Gerade wieder sehr gute Chance für Ried. Er ist so unzufrieden, Mann. Man sieht es sein Gesicht. So, ausgewechselt wird Alexander Brass und Albian Ajeti. Stankovic neu, Löwing neu. Oh! Heute 14.525 Zuschauer ausverkauft. Sehr geiler Saisonabschluss. Das mit den Schals schon wirklich immer so geil aus. Also. 82 Minuten Sturm Graz, wir haben mehrere sehr gute Torschüsse zu verstehen. Ich komme sie nie rein, aber das ist das gleiche Problem wie sonst auch. Bist du deppert? Das gibt's nicht. Vor 10 Sekunden sage ich, sie machen die Torschüsse aus mit 100.000 Millionen Prozent mit Torschüsse. Emanuel Mega. 5 Meter vom Tor und er kriegt den Ball nicht mehr aufs Tor. Ich hoffe, das rächt sich nicht am Schluss. Ja, Böwing, ja. Nein, mega. Schlusspfiff. Was ist es?
3 Punkte. Betreuer, Spieler, alle da vorne am Start, feiern gerade nochmal, dass sie 2-1 gewonnen haben. Wichtiger Sieg heute auf jeden Fall. Das Lied Steiermark ist ja von SDS. Hier Resident und die SDS-Legende vor der Nordkurve, die das Lied singen. Wie bei jedem Heimspiel. Richtig geil. Die Riedspieler gehen gerade rein. Für die wird es auch langsam eng. Weil momentan wäre ich Hartberg letzter, aber die trennen glaube ich nur 2 Punkte oder so. Und jetzt das ganze Stadion auf den gleich mitmachen. Jetzt wird es nochmal richtig laut werden zum Saisonabschluss. Okay. Richtig laut. Jungs, da geht die Mannschaft rein. Schöner 2:1. Oh, die Sturmspieler wollen Fotos haben, geil. So schnell wird aber von einer Person, die mit alle Fotos machen wollen, zu einer Person, die ein Foto machen will, mit wem. Ich bin mit einem Zug angekommen, 21.26 Uhr fährt er weg, habe mir noch einen Red Bull geholt, weil ich habe noch 20 oder 30 Seiten zu lernen in 3 Stunden. Das soll sich auf jeden Fall ausgehen. Ich bin mittlerweile wieder in Wien angelangt, bin auf der S-Bahn-Station, gehe jetzt zur Wohnung und werde gleich noch ein paar Worte zum Spiel sagen. Aber die Sache, die ich vorsagen will, ist diese Tasche. Die ist brutal. Ist wirklich brutal. In dieser Tasche ist heute drin eine Powerbank, eine Geldbörse, das Mikrofon war drinnen und mein Lehrbuch für die Uni. Ich meine, diese Tasche passt einfach alles rein. Das war safe. Eine der besten Investitionen in der letzten Zeit. Was gibt es jetzt abschließend noch zum Spiel zu sagen? Es war geil, noch ein letztes Mal im Jahr 2022 in einer fast vollen Merkur Arena zu sein. Spielerisch war es in Ordnung. Gab doch einige sehr gute Chancen für Sturm Graz. Natürlich aber auch ein paar Gegenstöße von Ried. Das 1:1 war sehr bitter zwischendurch, aber Sturm muss man sagen, gerade als dann die wirklichen Stammspieler die Einzelkandidatur eingewechselt worden ist, war es glaube ich überhaupt kein Problem. Da war dann klar, in welche Richtung das Spiel geht. Das Einzige, wo man wieder hadern könnte, ist halt die Chancenauswertung. Aber nichtsdestotrotz, 2:1 gewonnen, 3 Punkte, das ist das Wichtigste, was ich vorher schon gesagt habe. Ich blende hier jetzt nochmal die momentane Tabellensituation an. Ich glaube, man kann zufrieden sein, weiterhin an Salzburg dran geblieben. Mal schauen, was die nächsten Spiele noch bringen. Ich bin dabei bei Rapid gegen LASK und bei LASK gegen Sturm Graz. Das sind die letzten 2 Spiele, die ich mir vor der Winterpause noch anschauen werde und natürlich für euch ein Video machen werde. Und in dem Sinne bleibt mir auch nichts anderes zu sagen, außer Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, nettes Kommentar da lassen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und deswegen haut's rein. Ciao, Leute.